Hier unten rechts die Wiedergabegeschwindigkeit. Schneller drehen, bitte. Ja, warum hat der Weltrat die Next Scientists for Future? Woher wusste der schon, bevor es mit Corona losgeht, dass unser Gesundheitswesen niemals in der Wahrheit ist, sondern immer im Irrtum ist und uns immer fehlleitet? Es wird im Moment über viele Details diskutiert, Professor Hadic, ja, da wird irgendwie darüber diskutiert, ob er bei den Tests irgendwie ungenau ist. Es wird darüber diskutiert, ob Bodo Schiffmann sich vielleicht etwas zu scharf ausdrückt oder zu weit aus dem Fenster lehnt mit manchen Aussagen und so weiter. Aber wir müssen das entschuldigen. Bodo Schiffmann, das, was die Professoren jetzt seit Jahrzehnten wissen, nämlich dass wir in einem durch Fehlanreize geprägten, dass wir in einem pathologischen, einem kranken Wirtschaftssystem leben, in dem im Prinzip Menschen getötet werden um des Profites willen, und zwar ohne böse Absicht aufgrund von vorteilbringenden Irrtümern, die in der Evolution unseres kranken Wirtschaftssystems zwangsläufig als Killerviren des Geistes uns alle benebeln und uns alle in die Irre führen, ja? Das wissen die Professoren seit Jahrzehnten. Aber ist sozusagen für Bodo Schiffmann ist das neu. Und als das zum Beispiel für mich neu war, habe ich mich auch noch schrecklich aufgeregt über die Dinge. Aber mit der Zeit stumpft man ab, weil man sieht, dass jeden Tag unnötigerweise irgendwo Menschen und Kinder sterben und alle möglichen Leute sterben, weil unser gesamtes System teuflisch schädlich ist, ein durch und durch ein Fehlanreizsystem ist, das alles zerstört und alles zerstören muss. Und deswegen bitte sehen wir doch dem Herrn Dr. Med. Bodo Schiffmann einfach nach, dass es für ihn noch neu ist, zu erahnen, dass das gesamte Gesundheitswesen hier bereit ist, die gesamte Bevölkerung zu schädigen. Das ist aber ganz normal. Das macht unser Gesundheitssystem seit langer Zeit. Aber für ihn ist diese Entdeckung neu sozusagen. Und deswegen regt er sich darüber auf. Und ja, dabei ist es für uns Alltag, ja. Zum Beispiel, dass Kinder durch Krebstherapien getötet werden, die man völlig anders, deren Ernährung Ernährungsstil, deren gesamten Lebensstil hätte man von krankmachend auf gesundmachend umstellen müssen, und dann hätte man diese Chemotherapien oder was auch immer gar nicht gebraucht. Aber so werden halt Kinder getötet, weil es einfach mehr Geld bringt, diese Chemotherapien zu verkaufen, als mit den Kindern eine aufwendige Lebensstilumstellung, Lebensstilmedizin zu machen, sozusagen. Ja? Und deswegen, ja, schauen wir es uns an. Also schauen wir uns an, warum haben die Professoren, wissen die Professoren schon seit Jahrzehnten, dass so etwas wie die Schweinegrippe oder das Corona-Geschehen zum ganz normalen tödlichen Aspekt unseres wahnsinnigen Wirtschafts- und Gesundheitswesens sozusagen gehören. Schauen wir es uns doch an, ja? Also, ja, jetzt stellen wir uns, also hier gehen wir zurück zu dem ersten Früharzt und Frühhändler der Evolution. Der lebt noch in der Wahrheit. Und Sie merken es, wir haben also schon Tauschhandel, wir haben Spezialisierung, wir haben Arbeitsteilung und Markt. Ja?
Das sind die Grundvoraussetzungen. Das ist quasi die neue ökologische Nische der Menschheit gewesen. Ja, und jetzt haben wir den ersten Früharzt in dieser neuen ökologischen Nische der Menschheit. Ja, und jetzt lebt er in der Wahrheit und sagt, hat in seinem Kopf keine Irrtümer. So, und jetzt passiert etwas Paradoxes. Da, genau dadurch ist er vom Aussterben bedroht. Weil er nichts hat, was seinen Verkauf ankurbeln könnte. Denn die Wahrheit eignet sich nicht dazu, alle Menschen in Kunden zu verwandeln, in Patienten zu verwandeln. Dazu ist die Wahrheit leider nicht geeignet. Aber jetzt kommt nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion es zwangsläufig zum ersten sich irrenden Früharzt. Das kann ein Geschwister sein, ein Geschwister, das im Geiste sein, aus einem ähnlichen Bereich. Und das ist jetzt der erste Früharzt und Frühhändler der Evolution, der sich irrt. Und der sozusagen glaubt jetzt, oh, generell ist der Lebensstil völlig unwichtig. Ernährung, Umweltgifte, alles völlig unwichtig. Haushaltschemikalien, giftiges Wasser, alles unwichtig, alles unwichtig. Es zählt nur das, was wir später sozusagen Viren und Bakterien und Pilze und Mikroorganismen nennen werden. Ja, sozusagen Killer, Killer, das sind die großen Killer. Und der glaubt das wirklich. Ja, der glaubt diesen Irrtum wirklich. Jetzt passiert was ganz Merkwürdiges, was ganz Schreckliches. Die Kunden, die ihm glauben, die Leute, die auf ihn hören, werden bei ihrem Lebensstil einen denaturierten Lebensstil akzeptieren und ja, einfach leben. Ja? So wie Leute heute ja, Zigaretten, Alkohol, Süßigkeiten, krankmachende Lebensmittel einfach konsumieren. Ja? Ganz selbstverständlich. Und dadurch werden sie krank. In Wirklichkeit werden sie also nicht in erster Linie durch die Viren und Bakterien krank, denn mit denen war das Immunsystem früher klar geworden, sondern jetzt haben wir einen krankmachenden Lebensstil mit Umweltgiften und allen möglichen schädlichen Einflüssen. Und dadurch haben natürlich dann auch Viren und Bakterien ein freieres Spiel, weil jetzt das Immunsystem geschwächt worden ist, ja. Und jetzt haben natürlich Viren und Bakterien eine größere Entfaltungsmöglichkeit. Möglichkeit sozusagen im Körper. Ja? Und jetzt verkauft er seine Maßnahmen, die fixiert sind auf die Viren und Bakterien, zum Beispiel für Bakterien Antibiotika und für Viren alles mögliche andere sozusagen. Und er hat seine Impfungen und Tests, die er verkaufen kann. Und jetzt verkauft dieser sehr viel. Eben gerade, weil er im Irrtum ist. Also Irrtum ist grundsätzlich das Erfolgsrezept, denn dieser Irrtum erweist sich als vorteilbringender Irrtum. Also auch bei Corona, der vorteilbringende Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum erweist sich als geschäftsfördernd. Ja, denn er kann so viel verkaufen, dass er jetzt den großen Erfolg hat und damit den hier auskonkurriert und wegkonkurriert ins Aussterben potenziell. Es ist erstaunlich, dass es trotzdem zu jeder Zeit noch ein paar gute Ausnahmeärzte, Ausnahmepsychologen, Ausnahmefachleute gibt, die trotzdem versuchen, möglichst nah an der Wahrheit zu bleiben, trotz dieses ganzen Einflusses, ja. Wie wir sie ja bei den Next Scientists for Future vom Weltrat sehen und wie wir sie in Gestalt von Dr. Med Bodo Schiffmann und Bhakti und Köhnlein, Homburg, Wodak und auch Hadic sehen, ja. Aber eben ein riesiger Druck geht dann aus, ein Wettbewerbsdruck, ein Auskonkurrierensdruck geht aus von dem, der jetzt riesigen Erfolg hat. Und der kann dann eben zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und wird der
körperliche Vorfahre von Drosten, Wieler und Lauterbach und auch der geistige Vorfahre. Denn es kann ja sein, dass er dann auch noch zwei geistige Schüler hat, drei geistige Enkel hat, sozusagen, die einfach nur seine Lehre für die Wahrheit halten, seine Irrtümer für die Wahrheit halten und dann mit seinen vorteilbringenden Irrtümern, mit diesen Killerviren des Geistes einfach gutes Geld verdienen. Und jetzt wissen wir, und das ist hier bewiesen, das ist schon seit 1859 definitiv bewiesen, seit Darwin und Wallace, ja, dass es nicht anders sein kann. Es gibt jetzt hier keinen Mechanismus, der jetzt dafür sorgen könnte, dass all diese vorteilbringenden Irrtümer, die sich im Laufe der Jahrzehntausende angehäuft haben in der Medizin sozusagen und die zu dem geschäftsfördernden Irrtumsarsenal der Medizin gehören, sozusagen. Es gibt jetzt keinen Mechanismus, der das kontern könnte. Ja? Dr. Med. Reuter hat ja aufgezeigt, dass nur ganz wenige Prozent der medizinischen Maßnahmen jemals einer empirischen wissenschaftlichen Nachprüfung überhaupt unterzogen wurden. Also weit über 90% aller Maßnahmen des ärztlichen Handelns stützen sich auf ungeprüften, vorteilbringenden Irrtümern und werden traditionell ausgeführt. Es gibt also letztendlich und dann ob Studien, die quasi ja aus bestimmten Geschäftsinteressen ja auch initiiert werden, ob diese Studien jemals diese vorteilbringenden Irrtümer entlarven können, steht stark zu bezweifeln. Studien in der Wissenschaft haben eigentlich immer mehr die Eigenschaft, dass sie immer das Geschäft fördern und dafür die Wahrheit beugen, sozusagen, weil es so unendlich schwer ist, eine fehlerfreie Studie zu machen. Weswegen es ja dann auch im Konzept der Next Scientists for Future einen zu einer statistischen Festung ausgebauten Komplex aus Statistischem Bundesamt und Wahlamt Wiesbaden, aus Bundeswahlleiter, aus den zu quasi mit Universitätswissenschaftlern angereicherten statistischen Landesämtern und so weiter kommen muss. Und die müssen wie eine Fort Knox mit den besten Statistikern und Kriminalbeamten der Welt sozusagen zu Sicherheitsburgen gemacht werden, damit eben dann diese Statistiken eben nicht wie eine normale wissenschaftliche Studie, die meistens nur Unwahrheiten produziert, in dem Fall wirklich vollständige Wahrheiten produziert werden. Dafür braucht es aber ganz besondere, besonders kriminalpolizeiliche Überwachung, ja? Gucken Sie mal, wie viele wissenschaftliche Studien werden gleichzeitig von drei Kriminalbeamten, Spitzenkriminalbeamten, überwacht auf Fälschung und Betrug und Irrtum hinweg. Und bei welcher wissenschaftlichen Studie schauen über die linke Schulter drei Kriminalbeamte und über die rechte Schulter die besten drei Statistiker der Erde, die das Ganze untersuchen auf statistische, auf Denkfehler, auf Unsauberkeiten im Studienaufbau. Und, ja? Wer sorgt dafür, dass, was weiß ich, beim Blindverfahren wirklich keinerlei Denkfehler gemacht werden und so weiter? Und meine Erfahrung ist, fast praktisch jede Studie, die von Wissenschaftlern gemacht wird, ohne die Kriminalbeamten und ohne die besten Statistiker auf der anderen Seite, die über die Schulter schauen, kommt es immer zu Irrtümern, sodass ich Studien grundsätzlich gelernt habe, gar nicht mehr zu vertrauen, sondern sie nur noch als eine Doppelung der Aussage des Wissenschaftlers oder Geldgebers zu sehen, als eine Meinung, die jemand gerne verbreiten möchte und mit dem Meinungsverstärkungsmechanismus, oh, durch eine Studie bestätigt, versehen will. Aber an Beweiskraft von Studien glaube ich nicht mehr. Ich glaube, dass der Bundeswahlleiter die einzige Instanz ist, wo wir dann wirklich
saubere Studien, Statistiken kriegen, nämlich saubere Statistiken und saubere Auswertungen kriegen. Denn das Statistische Bundesamt Wiesbaden hat sich auch schon bis jetzt eher noch als der realitätsnäheste Statistiker erwiesen, ganz im Gegensatz zu unseren Universitäten, in denen die Pseudowissenschaft ja sowieso schon längst das Regiment übernommen hat, sozusagen, ja. Also von daher hat der Weltrat das quasi also schon immer gewusst. Also schon lange vor Corona haben wir gewusst, was die entscheidenden, vorteilbringenden Irrtümer sind. Zum Beispiel der Gleichheitswahn. Alle Menschen, alle Neugeborenen sind gleichermaßen Genies. Wir brauchen nur überall ein bisschen Bildung draufschütten, dann werden daraus Genies. Dann solche Irrtümer wie wir sollten unsere geliebten Milliardärskönige, Politikkönige, Journalistenkönige immer beleidigen und angreifen und damit könnten wir das Menschheitsproblem lösen. Nein, wir müssen sie als unsere Freunde verstehen, mit denen wir gemeinsam eine kranke Gesellschaft heilen müssen, ein krankes Wirtschafts- und Gesellschafts- und Gesundheitswesen heilen müssen sozusagen. Und das sind unsere geliebten Freunde. Die sind nicht die Ursache des Problems, sondern die Ursache des Problems sind genau diese zwangsläufigen Evolutionsverläufe, dass sich in jedem Wirtschaftsbereich die vorteilbringenden Irrtümer als Killerviren des Geistes, sozusagen als die Schädiger und Killer der Menschheit erweisen mussten. Und dafür konnten die Reichen nichts. Dafür müssen wir alle die Verantwortung übernehmen, dass wir das haben laufen lassen. Ja? Und wie gesagt, dazu kann man noch analysieren, was in den letzten Milliarden, in den letzten 13,8 Milliarden Jahren dieses Universums passiert ist, sodass es genau dazu gekommen ist, dass wir als Menschheit jetzt in den letzten 13,8 Millionen Jahren jetzt hier in einem beispiellosen Degenerationsprozess eingelaufen sind und die Zukunft sozusagen für uns elendiglich aussieht, wenn wir nicht endlich alles korrigieren. Und sozusagen, ja, hier die Weltsituation, hier asiatischer Raum, Australien, Afrika, wir benutzen das Bild quasi als Weltkarte, Nordamerika, Südamerika sozusagen und so. Und ja, und benutzen es aber auch, um zu veranschaulichen, wie der Mensch eigentlich in Gruppen gelebt hat und so weiter, ja, also ja, und wie gesagt, und leider war die ganze Greta Thunberg Fridays for Future Bewegung, leider ist in vielerlei Hinsicht weit rechts von uns. Die Scientists for Future sind eben von uns aus gesehen viel zu weit rechts, weil sie den Kapitalismus, den Raubtier-Killer-Kapitalismus nicht grundsätzlich in Frage stellen mit all seinen Killerviren des Geistes, die er produziert. Und auf der anderen Seite gibt es dann bei den jungen Leuten auch eine ganze Menge, die gehören dann eher so, wir gehören ja, wir sind ja quasi die verantwortungsvolle, vernünftige, realistische, evolutionsbiologische Linke. Und dann gibt es bei denen auch, dass die Leute, die gehören zur verträumten Linken, zu der gehört auch die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, die ist sehr verträumt, die grenzt nur leicht ans Verfassungsfeindliche mit einigen Ideen oder die im Hintergrund stehen bei Christian Felber sozusagen. Und dann gibt es ja noch die linkskriminelle, verfassungsfeindliche Linke. Da ist ja dann völlig Hopfen und Malz verloren, ja. Aber wie gesagt, aus unserer Sicht einer vernünftigen, realistischen, evolutionsbiologischen Linken, die auf dem Boden der Tatsachen bleibt, sozusagen, sind die Scientists for Future viel zu weit rechts, weil sie Kapitalismus erhaltend sind.
Und viele, auch der Fridays for Future zu weit rechts, aber bei den Fridays for Future gibt es dann auch einige aus der verträumten Linken und dann auch natürlich auch einige aus der linkskriminellen, verfassungsfeindlichen Linken. Ja, und leider sind wir da nicht zu einem Deal gekommen und sind jetzt in den ersten zwei guten Gesprächen. Also wenn Sie es immer noch nicht geschaut haben, hier unten beim Sender News und Talks finden Sie hier unten, da gibt es dann irgendwo mehr Anzeigen und da finden Sie die ersten beiden Parteiprogrammsdiskussionen mit dem entstehenden Landesverband der Partei Wir 2020 und das ist Pflicht, also das muss man gesehen haben. Ja, ja. Von daher also noch einmal ganz klar über die mimetisch-genetische Evolutionsanalysetechnik. Weiß der Weltrat, die Next Scientists for Future schon seit Jahrzehnten, dass es gar nicht anders sein kann, dass unser System der vorteilbringenden Irrtümer, der Killerviren des Geistes notwendig die Schweinegrippe produzieren musste als Geschäftsmodell und notwendig Corona produzieren musste als Geschäftsmodell und notwendig irgendwann die Elefantengrippe und die Giraffengrippe und die Fledermausgrippe und Flughundgrippe und alles Mögliche wird produzieren müssen aus Geschäftsgründen heraus. Eben weil die gesamte ökologische Nische unseres Wirtschaftssystems mit den Merkmalen freier Tauschhandel, freier Markt und freier Arbeitsteilung, diese ökologische Nische produziert automatisch die Abschlachtung der Menschheit und verwandelt unsere Krankenhäuser notwendig in Schlachthäuser. Das muss so sein. Und jetzt ist leider Bodo Schiffmann, für den ist das alles neu, diese Ahnungen, ja, dass sein Gesundheitswesen sich quasi an einer Totalschädigung der Gesellschaft beteiligt, das ist für ihn so entsetzlich neu, dass er sich noch aufregt und dann eben manchmal vielleicht zu harte Formulierungen wählt oder zu weit sich aus dem Fenster lehnt, vielleicht bei der Tatsache, ja, natürlich wissen wir alle, dass jedes Jahr 940.000 Menschen circa in Deutschland ganz normal sterben, sodass da natürlich auch jeden Tag so circa 2.500 bis 4.000 Menschen sterben in Deutschland ganz normal jeden Tag und dass davon natürlich ganz normal auch einige Kinder immer jeden Tag ganz normal sterben aus ungeklärten Ursachen. Aber allein die Tatsache, dass Masken sicherlich irgendetwas Negatives mit unserem Stoffwechsel machen, weil es sind ja völlig unnatürliche Maßnahmen, die Ärzte bei Operationen aushalten müssen, aber die sozusagen bei kleinen Kindern vielleicht wirklich negative Auswirkungen auf den Stoffwechsel haben können, ja. Und dann, dass Bodo Schiffmann natürlich nicht völlig ausschließen kann, dass natürlich auch da Kinder an der Maske sterben könnten. Ja, das ist sozusagen, ja, vor allem regt er sich natürlich auch deswegen zu Recht auf, weil ja diese Masken gar nicht nötig wären, weil ja sozusagen diese Schwerkranken wirklich fehlen. Und wie gesagt, bei der jetzigen Situation müsste man Biologen, also Biologen, neutrale Biologen, die nie auch nur einen Cent bekommen werden von der Pharma und der Impf- und der Test- und der Medizinindustrie und so weiter. Solche Neutralen müssen jetzt massenweise alle müssen quasi
als Zusatzhonorarjob angestellt werden von den Gesundheitsämtern und die müssen in den Krankenhäusern das letzte Wort haben, wenn es darum geht, ob jemand in ein Intensivbett kommt oder nicht. Denn im Moment wird es immer den Trend geben, dass jeder Arzt, der ja voll ist mit all diesen vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümern, werden viele Ärzte leichtfertig Intensivbetten leichtfertig belegen mit leichten Corona-Fällen, weil sie sozusagen haben, oh nee, das kann gefährlich werden, dann müssen wir mal sicherheitshalber ins Intensivbett legen. Und dann kriegen wir könnten wir natürlich auf diesem Wege eine künstliche Überbelegung von Intensivbetten bekommen, aber ohne diese besondere sozusagen Fehlbelegung der Betten ist es so, dass wahrscheinlich wir überhaupt nicht in Gefahr kommen könnten, wenn wir alle Maßnahmen sofort aufheben würden. Wahrscheinlich. Kann man mal drüber diskutieren, jedenfalls. Also, wir sind sowieso der Meinung, dass wenn man es gemacht hätte wie Weißrussland, die Next Scientists for Future neigen eher sowieso dazu, dass sie sagen, Weißrussland ist das einzige Land, das es ganz richtig gemacht hat, nämlich Corona einfach ignoriert hat und deswegen auch überhaupt keine Probleme damit bekommen hat. Schweden hat es nur halb ignoriert und hat deswegen durchaus ein bisschen Probleme damit bekommen. Aber alles bewegt sich im Rahmen bis zu einer maximal kräftigen Grippe und schlimmer ist es nicht. Es hat nichts mit einem Killer-Virus zu tun. Es ist kein Ausnahmevirus, ne? Und ja. Ja, dann Kurznachrichten, ja. Der MDR hat wohl mit Professor Bhakti gesprochen und das wird natürlich auch wieder dann angegriffen und kritisiert. Ja, aber es ist schön, dass wenigstens einige Sender auch ein bisschen was Gutes tun. Also wir haben Servus TV, MDR. Ich glaube, der HR hatte sogar mal ein Interview gemacht. Ich glaube sogar mit Dr. Schiffmann. Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall gibt es ja schon einige, die da so ein bisschen ausscheren aus dem Einerlei dessen, wir glauben jeden vorteilbringenden Irrtum einer wild gewordenen Pharma-, Impf- und Testindustrie, glauben wir eins zu eins sozusagen. Da scheren schon einige mal so ein bisschen raus. Ja, auch die Bild-Zeitung damals und so weiter. Ja, dann nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Ach, nun machen wir das erst nochmal. Ja, also für Bodo Schiffmann ist es einfach so, immer noch so neu, dass das Medizinwesen sozusagen tötet. Darüber ist er noch entsetzt, aber für uns ist das schon seit Jahrzehnten Alltag. Wir sehen das schon klaren Blicks seit Jahrzehnten. Ja. Ja. Ja, und deswegen ist auch dieser Versuch, Professor Haditsch sozusagen Detailungenauigkeiten zu widerlegen, der scheitert spätestens beim Blick auf Weißrussland. Ja, denn es ist eben, wir halten nichts davon, sozusagen so kleine Details zu betrachten. Ja, dann war gestern ein großes Thema irgendwie, dass ein Lehrer enthauptet wurde. Ja, also ich meine, wir haben doch alle offensichtlich es gewollt, dass es Parallelgesellschaften gibt mit einer völlig anderen Weltsicht, völlig anderen Kultur, völlig anderen Religiosität, völlig anderen Aggressivität einer Religion und so weiter. Wir wollten doch offensichtlich alle diese Parallelgesellschaften. Dann brauchen wir uns doch jetzt nicht zu entrüsten, dass wir genau das kriegen, was wir wollten. Ja, denn die Next Scientists for Future haben ja alle richtigen Reformen. Erst einmal, Deutschland errichtet in der Nachbarschaft jedes Krisengebietes Asylanlagen. Fängt an mit für 100 Leute.
Ein kleiner Teil, dann eine kleine Abteilung in diesen Asylanlagen ist immer die Einwanderungsbeantragungsanlage. Ja? Da kann ich nachweisen, ob ich hochqualifiziert bin, entweder Investitionsvermögen mitbringe, um eine Fabrik in Deutschland aufzubauen, oder klug bin, fähig bin, kompetent bin. Und dann muss es sein, dass man mit Online-Konferenzen dann von einer Firma eingestellt wird und dann erst darf man nach Deutschland. Ja, sozusagen. Und sobald man den Job verliert, muss man Deutschland wieder verlassen. Ja, zum Beispiel so funktioniert eine gesunde Einwanderungspolitik. Also herzlich willkommen aus aller Welt, Schwarzafrikaner, Chinesen, Inder, alle herzlich willkommen. Aber bitte doch nur, wenn sie kompetent sind und nicht, also nur, wenn sie den Intelligenzdurchschnitt Deutschlands anheben und nicht verschlechtern oder absenken. Ja? Deutschland verliert sonst seine Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Wettbewerb immer noch mehr. Alle großen Erfindungen der letzten Jahrzehnte stammen nicht mehr aus Deutschland, sondern aus anderen Teilen der Welt. Deutschland und Europa sind der abgehängte Kontinent. Wir sind im Sterbeprozess. Und dann dürfen wir natürlich nur noch intelligentere, wir brauchen frische Gene aus aller Welt, aus Afrika, Schwarzafrika, aus Indien. Aber doch bitte, und jetzt bitte, Gesetz. Wenn eine kluge Frau, die also dann nach Deutschland zum Beispiel oder nach Europa gekommen ist, wenn die ein Baby bekommt, wird ein Gentest gemacht, ein daraufhin. Und wenn der Vater dieses Kindes auch aus dem Ausland ist, also kein normaler deutscher Bürger ist, sozusagen ein schon länger hier Seiender ist, dann muss sie mit dem Kind sofort das Land verlassen. Denn wir dulden keinen entstehenden Parallelgesellschaften, wo Ausländer mit Ausländern Kinder zeugen und eine Parallelgesellschaft aufbauen. Das sind die richtigen Reformen, ja? Und wenn man dann sogar vielleicht zufällig den Vater noch ermitteln kann, dann muss er das Land auch sofort verlassen. Ja? Wenn die Mutter natürlich behauptet, sie wüsste nicht, wer der Vater ist und sie könne es auch nicht eingrenzen, wird man nichts machen können. Ne? Man kann ja wahrscheinlich keine Beugehaft verhängen für die Mutter sozusagen, dass sie rausgibt, wer der Vater ist. Ne? Könnte man drüber nachdenken, ne? Aber wahrscheinlich wird das nicht gehen, aber kann man drüber nachdenken. Ja? Ja, und so hätten wir dann in Deutschland gar keine Parallelgesellschaft bekommen. Ja, und aus den Asylanlagen, da wird dann Asyl bewilligt, aber niemals gibt es den Weg nach Deutschland, weil man bleibt in der Asylanlage, bis der Asylgrund fertig ist und man geht von der Asylanlage wieder in sein Heimatland zurück. Punkt, fertig, aus. Ja? Und das sind dann die einzigen Möglichkeiten, jemals noch nach Deutschland zu kommen. Und ansonsten muss es so laufen, weil vielleicht eine Grenzsicherung zu teuer ist, muss man es so machen. Wer in Deutschland aufgegriffen wird ohne gültige Aufenthaltspapiere, kommt 10 Jahre ins Gefängnis ohne Möglichkeit der Verkürzung dieser Gefängniszeit. Und das wird in der ganzen Welt wochenlang kommuniziert. Und dann praktiziert und jedes Mal zu 100% durchgezogen und dann werden sofort alle Leute, die keine Berechtigung mehr haben, deren Asylantrag abgelehnt ist und die dann keine gültige Aufenthaltsberechtigung in Deutschland mehr haben, werden sofort von selbst aus Deutschland verlassen. Da brauchen wir keine teuren Flugzeuge mehr zu bezahlen. Die werden Deutschland verlassen und werden in ihr Heimatland gehen. Und man kann ja dann Deals mit den Heimatländern machen, dass also wenn der Gentest ergibt, dass jemand in ein bestimmtes, möglicherweise aus diesem Lande stammen könnte, dass dieses Land dann auch weltweit verpflichtet ist, diese Leute auch aufnehmen zu müssen. Ja, das heißt, diese Leute bekommen dann auch ihre
leider dann auch ihre niedrig qualifizierten kriminellen Personen eben halt wieder zurück. Die möchten sie natürlich nicht, aber die müssen sie dann halt wieder aufnehmen, weil sie sonst Wirtschaftssanktionen oder sowas bekommen, ne? Ja. Also, regt euch nicht auf. Ihr habt doch alle mit euren Wahlstimmen es gewollt, dass es diese Parallelgesellschaften in Europa gibt, die jetzt diesen Lehrer enthauptet haben. Ihr braucht euch doch nicht zu beschweren, ihr habt das doch alles selber gemacht, ja? Es hat euch doch niemand gezwungen, Parteien zu wählen, die Parallelgesellschaften, den systematischen Aufbau von Parallelgesellschaften, von Clangesellschaften und in Deutschland und in Europa aufgebaut haben. Also ihr habt doch genau die gewählt, die genau das gewollt haben. Also wie funktioniert sowas technisch? Es sind die Sozialberufler, die an solchen Problem- und Krisensituationen wie Parallelgesellschaften gut verdienen, die gute Karrieren machen, die Vorgesetzte werden können, die höhere Gehälter bekommen, bei Wachstum entsprechender Behörden oder Einrichtungen, ja. Und in denen breiten sich natürlich die vorteilbringenden Irrtümer, dass Parallelgesellschaften unproblematisch seien, dass es gut sei, die Grenzen einfach aufzumachen und so weiter. Leute mit solchen Ideen, mit solchen vorteilbringenden Irrtümern breiten sich als erfolgreiche aus in allen unseren Sozialbereichen, alles, was man irgendwie Sozialberufler ist, Sozialarbeiter und alle Berufler, die in diesem Sektor tätig sind, ja, Pädagogen und alles, was es da so gibt, all die Berufe, oder auch die Baumdinger, die also, was weiß ich, Asylanlagen bauen und daran profitieren, alle, die irgendwo beteiligt sind an dem Geschäft mit Parallelgesellschaften und parallelen Clangesellschaften und so weiter, die haben alle, natürlich werden alle die vorteilbringenden Irrtümer im Kopf haben. Das ist harmlos, das ist unbedenklich. Wir können die Grenzen aufmachen, das ist wunderbar. Alle sind gleich, wie habe ich es eben gesagt, alle, die zu uns kommen, sind sowieso per se Genies, ja, weil alle Menschen immer Genies sind und alle gleich sind und alle sind wertvoll wie Gold für uns und so weiter. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem kompetenten Schwarzafrikaner, der also Investitionsgelder mitbringt und hier kompetent eine Fabrik aufbaut und Arbeitsplätze schafft, und einem, der lebenslang mit all seinen Kindern lebenslang Hartz-IV-Empfänger bleiben wird, ja, oder Empfänger eines mini-bedingungslosen Grundeinkommens, was ja noch in der Diskussion steht. Das ist überhaupt kein Unterschied. Und diese vorteilbringenden Irrtümer, die sind es, die in all unseren Sozialberufen und allen, die daran verdienen, sich hier über diesen Weg wieder massenhaft ausbreiten. Also jeder, der solche Irrtümer trägt, macht die größere Karriere, hinterlässt mehr Kinder und findet mehr geistige Nachahmer als der, der in der Wahrheit bleibt und sagt, ja, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Schwarzafrikaner gerne in Deutschland, aber bitte die Kompetenten und die Investoren und so weiter, aber doch nicht die, die uns lebenslang als Hartz-IV oder also als Sozialempfänger sozusagen lebenslang auf der Tasche liegen werden, ne? Weil sozusagen wer die Wahrheit kennt und die naturwissenschaftliche Wahrheit kennt, weiß eben, dass unsere Urgroßmutter vor 4 Millionen Jahren noch gerade mal ein Halbliter Hubraum, also ein Fiat 500 Gehirn hatte, sozusagen halber Liter Hubraum. Und dass wir heute als Erwachsene, die Welt schwankt zwischen 1 Liter Hubraum und 2 Liter Hubraum, und wir bräuchten eigentlich, um die Weltprobleme zu lösen, viele Menschen mit 2,5 Liter Hubraum oder 2,3 Liter Hubraum wenigstens, ja, und die haben wir nicht, weil wir hier zu wenige Kinder haben und zu wenig Zuwanderung in diesem Bereich haben, zu wenig neue Gene in diesem Bereich, die unsere Gehirne vergrößern könnten, sondern zu viel Zuwanderung in diesem Bereich haben, und die verkleinern im Durchschnitt unsere Gehirne und führen zu einer Evolution in Richtung
in Richtung ständig schrumpfender Gehirne. Angeblich, nach Ansicht mancher Wissenschaftler, hatten wir vor 40.000 Jahren ungefähr ein Maximum von unserer Urgroßmutter von im Durchschnitt 1,5 Liter Hubraum, also ein recht kräftiger Motor, und sind jetzt schon wieder geschrumpft Richtung, und sind jetzt schon nur noch bei 1,35 Liter Hubraum und degenerieren wahrscheinlich immer weiter, indem wir irgendwann, wir nähern uns wieder den 500 Milliliter Hubraum sozusagen, ja. Und das Wissen, diese Wahrheiten wissen natürlich alle Sozialberufler nicht, sondern leben in dem vorteilbringenden Irrtum, alle, die zu uns kommen und alle, die geboren werden, sind grundsätzlich alle Genies und haben alle ein riesiges Gehirn. Ne? Und dieser vorteilbringende Irrtum führt dann dazu, dass sie dann sich Neukunden beschaffen, indem sie sagen: Deutschland, Europa macht die Türen auf, alles, was kommt, ist Gold wert und ist gut und so weiter. Und wir können das, wenn eine Karrierefrau, die hochintelligent ist, kein Kind bekommt, das können wir ersetzen, indem ein Zuwanderer 10 Kinder bekommt und dann ist das Problem gelöst. Dieser vorteilbringende Irrtum bestimmt unsere gesamten, alle, die Geld verdienen rund um die Parallelgesellschaften. Also stört euch doch bitte nicht daran, dass jetzt eben bei Charlie Hebdo die Leute abgeschlachtet wurden und jetzt ein Lehrer enthauptet wurde, weil er eben ein ganz anderes kulturelles Verständnis hat und das mit den Mohammed-Karikaturen und so weiter. Also, das ist doch, ihr habt doch diese Parallelgesellschaften gewollt und aufgebaut und diese parallelen Clangesellschaften aufgebaut. Ja, und mit den 0,5 Billionen Euro, die Next Scientists for Future jeden Tag durch ihre Reformen zusammen mit der Partei Wir 2020 erwirtschaften könnten, jedes Jahr, mit denen können wir allen Parallelgesellschaftlern, allen Clans ihre Staatsbürgerschaften abkaufen mit einem Deal, dass wir sie ausbezahlen, dass wir sie so viel Geld bekommen, dass sie gerne in ihr Heimatland zurückgehen, weil sie mit diesem Geld sich im Heimatland sozusagen etwas ganz Großes aufbauen können. Mit diesen 500 Milliarden pro Jahr können wir uns das leisten und dann können wir jederzeit das Problem, wir brauchen uns also auch gar nicht aufregen über diese parallelen Clan-Gesellschaften und so weiter. Wir können jederzeit ihnen die Staatsbürgerschaften abkaufen, sozusagen, denn durch die Reformen der Next Scientists for Future haben wir so viel Geld, dass wir dieses Problem jederzeit lösen können. Also kein Grund zur Sorge, nur regt euch nicht auf, wenn da mal wieder mal ein Lehrer enthauptet wird. Ja, das ist einfach der Preis dafür, dass man bisher halt die Reformen der Next Scientists for Future noch nicht durchgeführt hat. Ne? Dann müssen wir uns auch noch mal klar sein, wenn wir jetzt aufs Arbeitsamt blicken, ja, da ist derselbe Blick noch mal, ja, sozusagen. Alle tun auch im Arbeitsamt und rundum alles, um Arbeitslosigkeit zu erhalten. Denn wieder, jetzt sind wir wieder bei den Sozialberuflern, alle, die also letztendlich Arbeit haben durch einen Arbeitslosen, also wieder alle Sozialberufler, einschließlich diesmal des Arbeitsamts und seiner Mitarbeiter, alle, die dadurch neue Karrieremöglichkeiten haben, denen sich neue Karrieremöglichkeiten eröffnen, die tun aufgrund ihrer vorteilbringenden Irrtümer, die sich in dieser Sozialzunft ausgebreitet haben, eben als Killerviren des Geistes hochinfektiös sind, ja, diese tun natürlich alles, um Arbeitslosigkeit in Deutschland zu erhalten, eben indem sie den Mindestlohn befürworten, Gewerkschaften befürworten, Tariflöhne befürworten, dass die Krankenversicherungen ein zusätzliches Sozialsystem beinhalten und, und. Also
Überall tun alle alles dafür, möglichst viel Arbeitslosigkeit zu erhalten. Denn wenn die wegfallen, dann fällt ja eine riesige Kundschaft weg. Und durch die Reformen der Next Scientist for Future, durch die Arbeitsamtreform, wird es bald keine Arbeitslosigkeit mehr geben. Ne? Würde es keine mehr geben. Ja. So, ja, das jetzt kommt nur noch, das waren die Kurznachrichten. Jetzt kommen ja nur noch, was kommt jetzt? Nur noch mal unser heute noch gar nicht gezeigtes Bild, nämlich hier unsere Tagesschau. Und unser Tagesthema heute ist ja sozusagen, ja, wählt Bodo Schiffmann deswegen, weil ich glaube, Bodo Schiffmann ist zum Glück noch Mitglied der Partei Wir 2020 und bitte, wir brauchen solche Promis wie ihn. Ohne solche Promis wie Bhakti, Wodak, Könlein, Homburg, Hadic und so weiter und Bodo Schiffmann kann solch eine Partei niemals über 5% kommen. Das ist dann reine Zeitvergeudung, ja? Deswegen, bitte redet mit Bodo Schiffmann, macht ihn aufmerksam, lasst ihn diese zwei Sendungen schauen, die hier unten unter mehr anzeigen, über die Gesundheitsreform und so weiter. Sprecht ihn an darauf, dass er doch jetzt schon ahnt, dass im Moment sein geliebtes Gesundheitswesen, auf das er früher vertraut hat, dass das gemeinsame Sache macht mit dem Wahnsinn in der Welt sozusagen, ja? Und dass wir deswegen die Reform der Next Scientist for Future brauchen hier. Das heißt nextscientistforfuture.de. Ja? Da könnt ihr dann hier, da kann man drauf gehen, kann man dann googeln nach. Ich weiß gar nicht, ob die Google mir diese Funktion hier ermöglicht. Innerhalb. Nee, das geht hier nicht. Das geht nur außerhalb. Also Sie können das machen, wenn Sie das dann lesen, können Sie das so googeln. Man geht da drüber und dann Google-Suche nach und dann haben Sie sofort, oder Sie können direkt den Link aufrufen, glaube ich. Das geht auch. Das geht ja auch dann mit dem immer recht, also an markieren und rechter Mausklicken, dann können Sie die Sachen immer selbst aufrufen. Also. Ohne Prominenz und ohne auch ohne diese prominenten Sender hier, lesen Sie noch mal alle diese prominenten Sender hier durch. Ohne die können wir nichts erreichen. Ja, ohne 20 Millionen Klicks wird es nie 5%, wird es nie diese 20% geben, geschweige denn die 56%, die die Next Scientist for Future in einer simulierten Bundestagswahl erreicht haben. Ja, das geht nicht. Ja. Bitte, die helft alle mit und hört auf mit dieser Inaktivität. Hört auf, euch mit Tagessachen zu beschäftigen. Die Politik wird ihren Kurs nicht wechseln. Ihr seht doch, dass alles nur noch immer schlimmer wird, weil man bis zur Bundestagswahl genau weiß, dass man die Wählerstimmen alle verlieren wird, wenn man auch nur ein bisschen zugegen würde, dass diese ganze Folter der Gesellschaften, die ganze Folter der Welt ein Irrtum war, dass man auf einen vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum von Drosten, Wieler und Lauterbach und der Pharma- und Impf- und Testindustrie hereingefallen ist. Wenn man das zugibt, dass man diesmal wieder genauso reingefallen ist wie bei der Schweinegrippe, dann wählt die doch niemand mehr. Deswegen werden die das nicht zulassen. Werden die Politik und ihre Freunde von den Medien werden das nicht zulassen. Also hört auf, über diese Dinge zu diskutieren. Redet nur noch über die Reformen. Wie gesagt, hier unten in der unter mehr Anzeigen, diese zwei, und wenn Sie alles andere, alle anderen 700 Sendungen des Senders News und Talks in seinen Playlists nicht schauen, der einzige wirklich gute Sender der Welt sozusagen, wenn Sie diese 700 Sendungen alle nicht schauen, dann, wenn Sie wenigstens diese zwei Verhandlungen zwischen dem entstehenden Landesverband der Partei Wir 2020 und den Next Scientist for Future.de schauen, dann haben Sie wenigstens schon mal was Wichtiges, ja? Und natürlich sollten Sie auch die anderen 700 Sendungen schauen, ne? Ist klar.
Ja, das war's doch schon mal wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Ja, ich muss wahrscheinlich hier weiter rechts. Tschüssi, bis bald.